Die Erzählung des Wunderdoktors. Das Schlüsselkraut wächst im hohen Norden, an der Grenze des Schnees. Wo, das ist ein Geheimnis, das niemandem verraten werden darf. Sonst hätte ich besser eine Krähe geschickt, um es zu pflücken. Ich konnte auch nicht auf einem Pferd dahin reiten, denn kein Pferd darf über die kahle Heide, weil dort unter jedem Stein eine Schlange haust. Ich musste also zu Fuß dahin. Und weil der König nicht mehr viele Tage zu leben hatte, lief ich Tag und Nacht. Das Eichhörnchen, dem ich als erstes begegnete, und später das Kaninchen, sandte ich sofort in die kupferne Burg, ihre Geschichten zu erzählen. Aber sobald ich auf der Heide war, begegnete ich keinem Tier mehr, außer dem Wolf, der sich als einziger dorthin wagt. Auf seinen schnellen Füßen ist er, wie ich gehört habe, vor den zwei anderen als erster hier angekommen. Am Abend langte ich bei dem großen Eichbaum an, dem einzigen Baum auf der Heide. 7 mal 7 mal 7 mal hat ihn der Blitz getroffen, und er ist voll schwarzer Risse und Sprünge. Auf einem seiner Zweige saß ein Sperber. Ich schickte ihn herum, dass er andere Tiere bitte, sie möchten in die Burg gehen, wenn sie eine Erzählung wüssten. Glücklicherweise sind genug gekommen. Am Ende der kahlen Heide traf ich eine Schlange, die mir mit ihrer gespaltenen Zunge prophezeite, ich würde von den glatten Felswänden herunterrutschen. Ich glaubte ihr nicht, aber es ist geschehen. Die ersten hohen Berge waren noch bewachsen und boten einen Halt, aber dahinter lagen die Felsen, glitschig glatt gewaschen durch hunderte Jahre Regen. Und gerade als ich glaubte, die höchste Spitze ergreifen zu können, glitten meine vor Kälte erstarrten Finger ab und ich rutschte hinunter. Immer schneller und härter, wie ein rollender Stein, kollerte ich in die Tiefe. Und als ich die Schlucht unter mir sah, glaubte ich, ich würde mir bestimmt den Hals brechen. Aber dort unten wuchsen zarte Birken, die mich mit ihren federnden Zweigen auffingen, so dass ich mir nur das Knie verletzte. Jetzt bemerkte ich erst, dass Schnee zu fallen begann. Und in der Eile schlug ich den falschen Weg ein, nach der Seite, wo die Schlucht keinen Ausweg hat. Das bedeutete den Verlust eines ganzen Tages. Und um den richtigen Weg wiederzufinden, musste ich einen Bergbach durchwaten. Das eiskalte Wasser stach wie Nadeln in meine bloßen Füße, bis sie ganz gefühllos waren und ich deshalb einen Fehltritt tat. Ich sank bis an die Schultern ins Wasser. Beinahe wäre ich ertrunken. Doch ich erreichte gerade noch das Ufer. Zum Glück konnte ich da ein Feuer machen, um mich zu trocknen, sonst wäre ich sicher erfroren. Der Rauch des Feuers zog die Aufmerksamkeit einer Schwalbe auf sich, die gerade vorbeiflog. Sie zeigte mir den kürzesten Weg aus der Schlucht, und ich bat sie, dann gleich in die kupferne Burg zu fliegen und eine ihrer Geschichten zu erzählen und dem Hasen über mich zu berichten. Mein Weg ging weiter durch die dunklen Tannenwälder, wo die Sonnenstrahlen nie bis zum Grund dringen, so dass die abgefallenen Nadeln pechschwarz auf dem Boden liegen. Manche Stellen sind so schwarz wie die Nacht. Wer den Weg nicht kennt, stößt seinen Kopf an den Stämmen an und bleibt mit den Haaren am Harz kleben. Endlich kam ich zu den Schwarzföhren. Der Boden rundum ist sumpfig, und wer hier den Weg nicht weiß, sinkt bis zum Hals in den kalten Morast ein. Dann steigen die grauen Dämpfe aus dem schwarzen Wasser und wallen um einen her, bis man nichts mehr sieht. Aber ich wusste den Weg und blies die Dämpfe weg, bis der Schnee mir die Augen blendete. Die verborgene Stelle, wo das Schlüsselkraut wächst, war schwer zu finden, und ich musste lange mit meinen Händen in dem kalten Schnee graben, bis ich sie entdeckte. Als ich die Blättchen fand, waren schon graue Flecken auf dem Grün, und ich fürchtete, dass sie erfroren seien. Ich pflückte 12, nahm sie in meine hohlen Hände und blies meinen warmen Atem darauf, während ich den Weg zurücklief, an den schwarzen Föhren vorbei, durch die dunklen Tannenwälder und wieder durch den eiskalten Bach. Wieder musste ich über die glatten Felswände, und jetzt konnte ich beim Klettern nicht einmal meine Hände gebrauchen. Darum suchte ich einen unterirdischen Weg durch die Berge, und so fand ich die Höhle.
Ich kroch hinein, entzündete ein Licht, und da sah ich einen Ochsenschädel, und daneben lag das Gerippe einer Hexe. Es hatte zwei silberne Ringe um die Beine und einen um den Hals. Bei ihrem Fall hatte sie offenbar einen Sack Buchstaben umgestoßen, die halb zerbröckelt auf dem Boden verstreut lagen. Da erinnerte ich mich einer alten Erzählung von einem Drachen. Tief in Gedanken versunken, hörte ich nicht, dass jemand hinter mir hereinkam. Ich sah ihn erst, als er vor mir stand. Es war der Zwerg. »Was ist das hier?« fragte er. »Was ist das hier?« fragte auch ich. »Was hast du da in den Händen?« fragte er. »Was sind das für Bücher, die du trägst?« fragte ich. Aber der Zwerg sagte darauf nur, »Kannst du lesen, was da auf dem Boden steht?« und zeigte auf die Buchstaben. »Jawohl«, antwortete ich. Bei diesem Wort ließ der Zwerg die Bücher fallen und starrte mich an. »Jahrelang suche ich schon«, sagte er mit vor Erregung zitternder Stimme. »Jahrelang suchen wir Zwerge den Zugang zu unserem Reich. Als ich die Buchstaben in dieser Höhle fand, hoffte ich, eine Botschaft zu finden oder eine Weissagung, aber ich konnte nicht lesen, was da stand. Ich holte die ältesten Bücher herbei, die Idur aus der kupfernen Burg mitgenommen hatte, wo sie verwahrt werden, aber ich konnte die Bedeutung dieser Worte darin nicht finden.« Der Zwerg packte mich am Arm. »Sag mir, was da steht«, flehte er. Darauf antwortete ich, »Ich werde dir vorlesen, was da geschrieben steht, aber versprich mir, dann sofort mit diesen vier uralten Büchern in die kupferne Burg zu gehen, wo König Mansulein im Sterben liegt. Folge dem Zwergenweg, den niemand anderer gehen kann. Vielleicht wird es seine Rettung sein.« Der Zwerg nickte. Ich musste über seinen Glauben lächeln und sagte, »Was hier steht, ist keine Botschaft und keine Weissagung. Ich kann es lesen, weil ich ein Arzt bin. Die Buchstaben hier auf dem Boden bilden Worte, die besagen, wie man eine Salbe bereitet, um gebrochene Beine zu heilen.« Und ich las. »Glycara, Proeteia plasta mastico, Neupol, Ceginto, cross croco triaia.« Das heißt, »Nimm Lehm vom Grund des Schwarzen Meeres und streiche es auf deine gebrochenen Beine.« Einen Augenblick stand der Zwerg sprachlos. Dann lachte er wiehernd und so unbändig, dass ich ihn nur mit Mühe beschwichtigen konnte. »Davon habe ich nichts«, brachte er endlich heraus. »Aber los, Zwergenwort ist Zwergenwort.« Er hob die Bücher wieder auf und verschwand auf dem nur ihm bekannten Weg zur kupfernen Burg. Leider konnte ich ihm das Schlüsselkraut nicht mitgeben, denn die Bereitung des Tranks ist ein Geheimnis. Doch ich wusste, dass die Geschichten, die in den Büchern stehen, das Leben des Königs gerade noch würden retten können. Ich eilte weiter über die Gebirge. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich auf dem Weg war. Doch sicher wäre ich zu spät gekommen, hätte mir nicht ein besonders glücklicher Umstand geholfen. Als ich mit großer Mühe den letzten Berg überstiegen hatte und wieder am Beginn der kahlen Heide stand, lief da das einzige Pferd, das die Heide betreten darf. Keine Schlange kann dieses Pferd beißen, denn es hat Hufe von Gold. »Mein König ist gestorben«, sagte es zu mir. »Ich suche einen anderen.« Darauf ich, »Ich werde dich zu einem König bringen, der wieder leben wird. Lauf schneller als der Wind!« Und mit diesen Worten sprang ich auf seinen Rücken. 3 Stunden später klopfte ich hier an das Tor, aber niemand tat mir auf. Ich musste durch das Küchenfenster klettern. Dort bereitete ich den Schlüsselkrauttrank und brachte ihn auf einem brennenden Lichtchen. »So habt ihr alle die brennende Kerze hereinkommen sehen, von der in dem alten Buche zu lesen ist. Und jetzt versteht ihr, wieso diese Kerze 1000 Lebensjahre bedeutet.«